Einen wunderschönen guten Abend, Glück auf und herzlich willkommen zu Mekional. Natürlich wie gewohnt auch heute wieder mit den neuesten Informationen aus und für unsere Region. Ich freue mich sehr, dass Sie auch heute wieder mit dabei sind und heute wird es auch spannend, denn wir sprechen über den Kulturraumkonvent, der vergangene Woche in Wolkenstein stattgefunden hat. Außerdem gibt es eine neue Produktwarnung. Heute geht es um Damenuhren und wir haben eine neue Zahl vom Statistischen Bundesamt bekommen, und zwar die Zahl der Woche. Aber jetzt geht es erst einmal um unseren Kulturraum, denn über diesen wurde in der vergangenen Woche beim Kulturraumkonvent gesprochen. Frank Langer hat sich dort mal umgeschaut und ein paar Stimmen eingefangen. Auf Schloss Wolkenstein war am 25. Juni viel Bewegung. Zum einen die Dachdeckerarbeiten, zum anderen der Erzgebirgskrimi-Dreh für das ZDF. Als drittes hatte der Konvent des Kulturraumes Erzgebirge Mittelsachsen seine Tagung in den Saal des Schlosses gelegt. Zum Teil virtuell am Bildschirm und mit wenigen vor Ort. Beschlossen wurden einige Maßnahmen, denen Kulturschaffenden der beiden Landkreise die Arbeit erleichtern bzw. planbarer machen sollen. Kultur muss weiterleben und wir können nicht nur durch Verbote alles verbieten, sondern wir müssen auch sehen, wie wir mit der Situation auch weiterleben können. Und da bin ich sehr froh, dass die Leute kreativ sind, dass die Leute auch wollen, dass es auch weitergeht und dass wir natürlich auch die Rahmenbedingungen dafür schaffen können. Und da bin ich sehr froh, dass wir da heute zum Teil einige neue Projekte auch beschlossen haben und vor allen Dingen aber auch mit dem Nachtragshaushalt die Gewähr gegeben haben, dass mit dem vorhandenen Geld, dass das besser verteilt werden kann, dass zusätzlich Gelder gekommen sind und dass wir auch nochmal eine zusätzliche Antragsrunde hier haben. Und dass vor allem auch alte Projekte, die im vergangenen Jahr nicht stattfinden konnten, auch weiterhin stattfinden dürfen, ohne dass die Antragsteller nochmal in die Runde gehen müssen. Oder wie läuft das? Ja, die vorhandenen Anträge, die sind also jetzt erstmal da. Und dort, wo die Voraussetzungen zur Durchführung noch gegeben sind, werden sie natürlich durchgeführt. Und wir werden dann nicht mit überbordender Bürokratie da jetzt nochmal alles neu erfinden. Also das findet nicht statt. Ein weiteres Programm, Kultur passt, wurde auch 2021 wieder auf den Weg gebracht. Manja Dahms, die Kulturraumsekretärin zur Aktion. Kultur passt, ist nicht ganz neu, aber ein Programm, was auf jeden Fall schon seit 2017 bei uns gelaufen ist und natürlich für Schüler, also insbesondere Schulklassen, generiert wird und mit dem Kulturraum Vogtland-Zwickau zusammen. Das heißt, wir setzen das jetzt fort. Wir hatten das bis 2020 und haben gesehen, was für ein enormer Bedarf besteht. Das heißt, Schulen bewerben sich bei uns, können dann in einem Katalog von Kulturpartnern auswählen. Und genau auf dieser Suche nach neuen Kulturpartnern sind wir gerade. Und ich denke, dass das Programm, wie gesagt, was schon gibt, aber was jetzt fortgesetzt wird, einfach eine gute Sache ist und wir damit viel erreichen können. Welche Partner werden denn gesucht? Welche Einrichtungen können sich bewerben? Also wir haben natürlich die klassischen Einrichtungen, die jetzt bei uns auch schon auf der Förderliste stehen, aber auch Kunst- und Kreativschaffende bei uns in der Region Erzgebirge oder auch Mittelsachsen sind aufgerufen, einfach ein tolles Projekt, ein Angebot von 4 Stunden Projektlaufzeit zu kreieren und komplett sozusagen für eine Schulklasse anzubieten. Und ja, das kommt dann in den Katalog, wenn es gut ist und dementsprechend können es eben ganz viele Schulklassen auswählen und in einem Vorortangebot oder auch in einer Schule dann genießen. Und der Kultur passt, was wir vielleicht jetzt noch nicht gesagt haben, ist dann letztendlich, wenn eine Schulklasse mehrere Stationen durchlaufen hat, da reden wir von mindestens 3 Kultureinrichtungen, bekommt dann am Ende wie ein Schulzeugnis, ist das dann der Kulturpass. Und das sagt halt, ja, die haben entsprechend kulturelle Bildungs, auch Kompetenzen damit erreicht. Es wurden auch weitere Mittel vom Land für die Kulturräume zur Verfügung gestellt. Diese sollen jetzt an Antragsteller vergeben werden. Ja, wir haben es erstmal jetzt in die allgemeine Rücklage reingestellt. Wir werden jetzt nochmal einen Aufruf starten, dass über die vorhandenen Zusatzgelder, die sich natürlich auch im begrenzten Rahmen natürlich halten, aber dass da nochmal Projekte nachgereicht werden. Mir ist bekannt, sind schon einige bekannt, dass da also Antragsteller schon da sind. Das ist, kann ja auch gar nicht anders sein. Und insofern denke ich, werden wir dann bis August, September da sehen, wie sich da noch zukünftig was entwickelt. Vieles wird digital. Berücksichtigt das auch der Kulturraum?
Natürlich, digital, in jeder Krise liegt eine Chance. Das ist ja so ein berühmter Satz, den Kurt Biedenkopf geprägt hat. In jeder Krise liegt eine Chance. Und so war es auch jetzt, dass wir natürlich digitale Möglichkeiten genutzt haben. Und wir haben ja auch heute eine sogenannte Hybrid-Sitzung durchgeführt, in dem ein Teil der Mitglieder anwesend waren und der andere Teil mit digital zugeschaltet waren. Auch dort wird es in Zukunft Dinge geben, wo wir uns darauf einstellen. Und das wird einfach die Zukunft sein, mit der wir uns damit befassen. Neu vergeben wurde auch die freiberufliche Stelle des Netzwerkkoordinators. Wer diese künftig mit Leben füllen soll, wird demnächst noch bekannt gegeben. Also auch die Kultur bleibt aktuell und soll es auch bleiben und wird aktiv unterstützt. Kultur bleibt aktuell, Kultur wird auch in der Zukunft unterstützt werden und wir werden mit den Möglichkeiten des Kulturrahmens natürlich dafür sorgen, dass möglichst viel von dem, was hier bewährt ist, was funktioniert und was einfach zu unserer Region und zur Tradition dazugehört, auch in Zukunft stattfindet. Auf jeden Fall versucht der Kulturraum Erzgebirge Mittelsachsen, mehr Transparenz in die Vergabe von Unterstützungsleistungen zu bringen. Das wurde von anwesenden Kreisräten begrüßt. Kann man nur wünschen, dass Kultur in der nächsten Zeit endlich wieder stattfinden kann. Der Kulturraum Erzgebirge Mittelsachsen möchte hierzu sein Möglichstes leisten. Ja, das wäre natürlich super. Denn wieder mehr Kulturveranstaltungen würden auch die Freizeitplanung wieder ein bisschen mehr bereichern. Aktuell bleibt einem ja meistens nur der Gang in die Natur oder man holt sich eben das Motorrad oder das Auto aus der Garage und macht eine kleine Ausfahrt. Ja, das haben sich zumindest am Wochenende viele gedacht und das gute Wetter direkt für eine kleine Spritztour genutzt. Blöd nur für einige, dass auch die Polizei wieder unterwegs war. Hier ist Fabian Kröer mit dem Polizeibericht. Wolkenstein, Ortsteil Falkenbach. Geschwindigkeits- und Zweiradkontrollen. Im Bereich S-222 am Kalten Muff im Wolkensteiner Ortsteil Falkenbach führten am vergangenen Samstag, dem 26. Juni, zwischen 9.30 Uhr und 15.30 Uhr Beamte der Verkehrspolizeiinspektion Chemnitz eine Geschwindigkeits- und Zweiradkontrolle durch. Unterstützt wurden sie dabei von Mitarbeitern des Landratsamtes Erzgebirgskreis. Während der sechsstündigen Kontrolle überschritten ungefähr 100 Fahrzeugführer die zulässige Geschwindigkeit von 70 km pro Stunde. 27 Fahrzeugführer lagen mit ihrer Überschreitung im Bußgeldbereich. Gegen 23 wurde ein Verwarngeld erhoben. Insgesamt 16 Geschwindigkeitsüberschreitungen entfallen auf Krafträder. Schnellstes Fahrzeug war ein Grand Suzuki, das die Messstelle mit 130 km pro Stunde passierte. Der 43-jährige Biker muss nun mit einem Bußgeld von 880 Euro und 2 Monaten Fahrverbot rechnen. Gegen 4 weitere Biker wird ein einmonatiges Fahrverbot fällig. Außerdem überschritten 5 Fahrzeuge, 3 Pkw und 2 Krafträder bei der Geräuschmessung in den jeweiligen Fahrzeugscheinen eingetragenen dB-Werte deutlich. Hier war ein Pkw Audi Spitzenreiter. Außerdem waren die Rückleuchten des Audi dunkel lackiert. Für den 41-jährigen Fahrer dürfte das ein Bußgeld von 300 Euro und einem Punkt im Verkehrszentralregister zur Folge haben. Wegen technischer Mängel wurde in 8 Fällen die Weiterfahrt untersagt. Augustusburg. Fehlendes Licht fiel auf. In der Marienberger Straße kam am Sonntagabend, dem 27. Juni, einer Polizeistreife ein Fahrradfahrer entgegen, der ohne eingeschaltete Beleuchtung unterwegs war. Die Beamten wollten daraufhin den Mann anhalten und einer Verkehrskontrolle unterziehen. Er ignorierte jedoch die Anhaltezeichen der Polizei und fuhr davon. Als er nach links in einen Waldweg abbog, fuhr er im weiteren Verlauf eine Böschung hinab und stürzte. Dabei zog sich der Mann leichte Verletzungen zu. Sachschaden wurde keiner bekannt. Noch während der Unfallaufnahme wollte der Mann mit seinem Fahrrad erneut flüchten. Dies konnte jedoch verhindert werden, indem die Beamten ihn festhielten. Auch gab der Fahrradfahrer zunächst falsche Personalien an. Für den deutschen Staatsangehörigen folgten Anzeige wegen Widerstands gegen Polizeivollzugsbeamte, Fahrens ohne Licht, Missachtens des Anhaltesignals und falscher Namensangabe. Einen kleinen Hinweis haben wir jetzt an die Eltern von Schülern. Mehr als 10.000 Hausaufgabenhefte mit den Stromsparhelden On-
und Offi wurden in den letzten Wochen kostenfrei an über 150 sächsische Grundschulen versendet. Das Heft kombiniert die Jahres- und auch die Hausaufgabenplanung mit praktischen Energiespartipps, mit Experimenten und mit weiteren Ideen für Unterricht und die Freizeitgestaltung. Ja, wer für das neue Schuljahr 2021 und 2022 gut ausgestattet sein möchte, der kann die Hausaufgabenhefte entweder einzeln oder auch als Klassensatz bestellen, und zwar kostenfrei über info@saena.de. Und wir machen jetzt weiter mit den Produktwarnungen. Produktrückruf bei Rossmann. Im Uhrenboden der Ideenwelt Damen-Edelstahl-Armbanduhr wurden erhöhte Nickelwerte festgestellt. Es kann zu einer erhöhten Abgabe von Nickel über den Uhrenboden kommen. Nickel ist ein Kontaktallergen und kann allergische Hautreaktionen verursachen. Für die Auslösung eines Kontaktekzems sind bei sensiblen Personen bereits geringe Konzentrationen ausreichend. Produktdetails, Artikel Damen-Edelstahl-Armbanduhr, Marke Ideenwelt, EAN 43 056 15 76 38 80. Eine Rückgabe der betroffenen Armbanduhr wird angeraten. Das Statistische Bundesamt des Staates hat die neue Zahl der Woche veröffentlicht. 763 Euro im Monat geben Paare mit einem Kind im Schnitt für ihren Nachwuchs aus. Ob Kita-Gebühren oder Sportschuhe, ob ein neuer Schulranzen oder die Frühstücksbrote, die Ausgaben von Eltern für ihre Kinder sind sehr vielfältig. Im Jahr 2018 gaben Paare mit einem Kind im Schnitt 763 Euro im Monat für ihren Nachwuchs aus. Wie das Statistische Bundesamt des Staates mitteilt, machten die Ausgaben für das Kind damit 21% der gesamten Konsumausgaben dieses Haushaltstyps in Höhe von monatlich 3.593 Euro aus. Im Vergleich zum Jahr 2013 sind die Ausgaben für ein Kind um 16% gestiegen, die gesamten Konsumausgaben sogar um 17%. Und das war die Zahl der Woche. Sehr interessant, wie ich finde. Und wir kommen jetzt noch zum Wetter und schauen uns mal die Aussichten für die kommenden Tage an. Hallo Tobias, was hast du denn für uns? Hallo Jakob, hallo liebe Zuschauer. Ja, bei den aktuellen Witterungsverhältnissen kann man das Gras wachsen sehen. Schwülwarme Temperaturen, immer wieder mal Regen und örtlich ein Gewitter sorgen für das richtige Wachstum. Das bedeutet, dass der Rasenmäher, sobald es wieder trocken ist, zum Einsatz kommen wird. Damit kommt zumindest keine Langeweile auf. Heute Abend und in den Nachtstunden ist der Himmel über unserem Sendegebiet bedeckt und blickdicht und das Tief Xero hält mit Pauken und Trompeten oder anders gesagt Blitz und Donner Einzug. Auch Regen ist mit dabei, das Niederschlagsrisiko liegt bei 90%. Es können hierbei auch größere Regenmengen zusammenkommen. Die Temperaturen, liebe Zuschauer, bleiben aber erst noch mal recht angenehm. In Obernhau-Grüntal an der Salkerhütte gibt es Nachtwerte von 16, 17 Grad. In Marienberg am Goldkinnstein übernachtet das Quecksilber bei 15 bis 17 Grad. Und in der Motorradstadt können sich die Chopauer auf 17, 18 Grad einstellen. Der Wind weht dabei nur schwach mit um die 8 Kilometer pro Stunde aus Westen. Ja, und das bedeutet, dass die Gewitter, wo sie auftreten, nur sehr langsam abziehen. Morgen früh greift Xero dann nach dem Zepter und das tut das Tiefdruckgebiet mit einem frischen, böigen Wind. Der Himmel ist wolkig mit kurzen sonnigen Momenten. In den Vormittagsstunden sind auch immer wieder Regenschauer mit dabei. Das Niederschlagsrisiko liegt bei 90%. Ab Mittag beruhigt sich das Ganze. Der Wind lässt nach, die Wolken werden weniger und der Regen verschwindet. Die Sonne zeigt bis zum Untergang dann nochmal, was sie leisten kann. In Summe kommen am Ende des Tages bis zu 7 Arbeitsstunden zusammen. Wolkenlos ist der Abend und klar geht's dann in die Nacht hinein. Die Temperaturen überspringen morgen vorerst das letzte Mal die 20er-Marke.
In Deutschneudorf, oben an der Grenze zu Böhmen, gibt es 14 bis 20 Grad. In Pobersau am Katzenstein klettert das Quecksilber auf 15 bis 21 Grad. Und in Amtsberg, dem Tor zum Erzgebirge, werden Werte von 16 bis 22 Grad erwartet. Der Wind bläst, wie schon gesagt, in den Vormittagsstunden in frischen Böen mit bis zu 48 Kilometer pro Stunde. Später dann nur noch leicht mit um die 12 Kilometer pro Stunde. Das Ganze aus westlicher Richtung. Ja, und so geht es die kommenden Tage weiter, liebe Zuschauer. Hier ist der weitere Ausblick auf das, was da noch kommt. Und das ist, richtig, der Donnerstag. Der Donnerstag bringt den wettermäßigen Tiefpunkt mit. Bedeckt ist der Himmel und es gibt immer wieder mal leichten Regen. Nur 13 bis 16 Grad zeigen die Thermometer bei einem leichten Wind aus Westen. Ab Freitag geht es dann wieder leicht bergauf mit den Temperaturen. Der Himmel bleibt dabei erstmal bedeckt und auch der leichte Regen bleibt uns erhalten. 12 bis 17 Grad gibt es dann bei einem leichten Wind aus Südwesten. Tja, und wie das dann in den folgenden Tagen weitergeht, beziehungsweise den ersten vorsichtigen Blick auf das anstehende Wochenende, werfen wir dann morgen hier an dieser Stelle. Dann verrate ich Ihnen auch, ob Sie den Rasenmäher dann schon wieder an die Startlinie rollen können. Das war's erstmal hier aus dem Regionalwetterstudio. Ihnen noch einen behaglichen Abend und damit zurück zu dir, Jakob. Tobias Körner aus dem Wetterstudio, meine sehr verehrten Damen und Herren, vielen Dank. Und damit sind wir nun am Ende der heutigen Ausgabe von Regional angekommen. Für alle, die die Sendung nochmal online nachschauen wollen oder einfach mehr Informationen haben möchten, denen kann ich einen Besuch auf unserer Webseite empfehlen. Sie finden uns unter der Internetadresse www.mef-line.de oder auch ganz einfach unter glückauf.tv. Ich habe mich sehr gefreut, dass Sie heute wieder dabei waren. Morgen sind wir dann wieder für Sie zur Stelle mit einer brandneuen Ausgabe von Regional. Bis dahin wünsche ich Ihnen noch einen schönen und ruhigen Abend. Machen Sie es gut und bis morgen.